Nacht, als Ronja geboren wurde, rollte der Donner über die Berge. Ja, es war eine Gewitternacht, dass sich selbst alle Unholde, die im Matteswald hausten, erschrocken in ihre Höhlen und Schlupfwinkel verkrochen. Nur die wilden Druden liebten Gewitter mehr als jedes andere Wetter und flogen mit Geheul und Gekreisch um die Räuberburg auf dem Mattesberg. Freut euch, ihr Wildruden! Ich krieg heute Nacht doch ein Kind! Begreift ihr das nicht, ihr Scheusale? Eine Räubertochter! Juche! Das schönste Kind, das jemals in einer Räuberburg geboren wurde. Und ob sich Burkhard die Pest an den Hals ärgern wird. Denn jetzt lebt die Matti-Sippe weiter. Aber mit der Burkhard-Sippe geht's bergab. Schnurstracks zum Donnerdrummel. Genau, schnurstracks zum Donnerdrummel. So sicher wie der Tod. Denn soweit mir bekannt, hat Borka noch kein Kind zustande gebracht und wird auch nie eins fertig kriegen. Du liebe Zeit, Mattis. Wer würde glauben, dass du der mächtigste Räuberhauptmann in allen Bergen und Wäldern bist? Wenn Borka dich so sehe, würde er sich vor Lachen in die Hose pinkeln. Da schlug der Blitz in die Mattesburg ein. Mit einem Donnerknall, wie ihn bisher noch nie jemand im Matteswald gehört hatte. Sogar die Räuber erbleichten. Die uralte Mattisburg war geborsten, mittendurch. Mattis war glücklich und stolz, eine Räubertochter zu haben. Borka hatte bestimmt kein Kind. Borka, das war der Erzfeind. Seit Menschengedenken hatten sich die Borka-Sippe und die Mattis-Sippe in den Haaren gelegen. Räuber waren sie allesamt seit Urzeiten und hatten sich um ihr Leben und die Beute im Borkawald und Matteswald geprügelt. Sie beraubten einander dreist, wenn nicht genug Fuhren durch die Räuberschlucht kamen. Von all dem wusste Ronja nichts. Lange glaubte sie, die Mattesburg sei die ganze Welt. Dort fühlte sie sich wohl und geborgen. Aber eines schönen Tages fand Mattis, dass sein Kind lernen musste, wie es war, im Matteswald zu leben. Hüte dich vor den Wildtruden und den Graugnomen und den Borkaräubern.